So, ich bin dabei, wo wir gestern aufgehört haben. Hoffentlich. Begleiten Basim. Weiter durch Abenteuer in Bagdad. Nämlich gleich mal Hipgirl Snaps danken, die in der Stream-Abwesenheit ein Follow dort lassen auf Twitch. Danke sehr. Ganz lieb von dir. So, was haben wir in Stäbeln? Gestern. Genau, wir haben den Philosophen da noch in einer Nebenmission gerettet und Montur. Rostam Montur, die Montur eines legendären Helden. Wieder mächtig aus. Aus der Nähe mit Wurfmessern zu treffen, fügt 10% mehr Schaden zu. Beerdigungsschaden, das ist mir lieber. Nachforschungen auftreten. Bitte den Hauptmann. Ah, mit dem fangen wir mal an. Niedlich. Hallo Armin. Jo, ich kann berichten, ich habe gestern gute 5 Stunden gespielt. Und es macht Spaß. Es macht Spaß, es ist. Im Gefühl hier wieder mehr oldschool. Ja, du merkst schon, dass halt Valhalla nur die Basis war und die ist eigentlich als DLC für Valhalla gedacht war. Aber es macht mir weit mehr Spaß. Vor allem, das ist der Skilltree. Der ganze, mehr ist es nicht. Und bei Valhalla hast du ja 700 Sachen gehabt zum Einstellen. Das ist relativ rudimentär. Das Schleichen ist wieder weit wichtiger, also so wie es bei die mehr RPG-lastig an war, wo du dann einfach reingehst und es niedermetzelst, spielt es nicht wirklich. Du musst halt schon ein bisschen taktischer spielen, gegen Auskundschaften und so. Also, nein, ist jetzt noch die ersten 50 Stunden eine klare Empfehlung von mir. Kann man sich holen. Über den Preis kann man streiten, ob es halt 50 Euro oder wer das oder so für Konsolen oder um 40 Euro kriegst du bei Keysellers am PC, wenn es verfügbar ist. Aber definitiv ein richtiger. Der richtige Schritt in die richtige Richtung. Geh auf Erkundung. Da ist ja mein Ziel. Das kannst du gönnen, das macht sicher Spaß. Wenn die ersten 1,5 Stunden spielst, die 1,5-2 Stunden gemütlich. Spielst du wirklich gemütlich diese. Das ist der Ort. Wie wir da, wie kommen wir zu den Assassinen, was bewegten, das haben sie echt wirklich cool gemacht. Ja, die Steuerung ist ja typisch Ubisoft. Assassin's Creed. Es funktioniert, wie man es gewohnt ist. Es hat schon schlimmere Teile gegeben von der Steuerung her. Aber ab und zu meint halt wieder, ich muss halt jetzt einmal im 90 Grad im Wahnsinn hupfen oder einen anderen Weg nehmen, als was du eigentlich geplant hast. Aber das Assassin's Creed halt, mein Gott, ne. Es ist nicht diese hochpräzise Übersteuerung. Aber wie gesagt, Unity war weit schlimmer zum Beispiel. Du musst halt auch wieder ein bisschen mehr den Weg suchen, wo es da aufgekreuzt ist. Nicht so wie bei der Odyssey oder Valhalla, wo er halt einfach überall aufgekreuzt. Und dann wieder ein bisschen mehr suchen, wie es halt bei den alten Teilen war. Ja, danke fürs Vorbeischauen. Wie lange bist du denn wären?
kein Hilfsmittel mehr, das ist schlecht. Ah, das ist schon. Wie gesagt, hier. Wie lang geht dagegen, aber nein, das kann man schon nicht mehr, das Spiel. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Dann, Madame. Werde ich. Und wie gesagt, auch die Map ist. Muss man wieder haben, super. Die Map ist relativ überschaubar. Das ist alles. Das reicht aber auch, finde ich. Also, es hat so ein bisschen das Feeling wie vom Assassin's Creed Brotherhood, das ich eigentlich nur in Rom gespielt habe, ein bisschen außerhalb. 4SD schön durchdacht, gut in Szene gesetzt, das passt schon so. Wie komme ich da jetzt rein? Drehen wir mal eine Runde da. Aber ich hau alle Folgen auf dem YouTube-Channel auf, für die ersten vier, die ersten drei. Jetzt sieht man einer. Die ersten drei sind schon online, oder um 6 Uhr kommt der dritte und morgen der vierte vor den ersten paar Stunden. Du lässt mir nicht deinen Weg. Und das Wichtigste, Blumen sind der beste Freund. Zichtig. Nichts gesehen. Klassische Ubisoft NPC. Ja, oder gegen eine KI. Von mir da. Jawohl. Was siehst du? Oh, die eine Ähne, das mag ich gar nicht. So, da. Hallo Matthias, danke fürs Beischauen. Augenblick! PlayStation. Warum? Würde man es zuerst auf Instant Gaming kaufen, hätte ich es um 8 Euro billiger gekriegt, dann waren aber die Keys ausverkauft. Und dann haben wir noch einen Hunger für PlayStation. Hallo Günther, danke fürs Vorbeischauen. Ne, sicher, oder? Weil es haben eh schon viele Leute gestreamt. Aber so wie ich stream, streamt sicher kein zweiter. Ich meine, ich hau jetzt gleich raus mit Assassin's Creed. Vielleicht bringe ich noch 2,5 Stunden raus. Dass ich dann heute noch die nächsten zwei Parts für das Let's Play schneiden kann. Und dass wir auf die Nacht um eine alle da sind. Dass man dann bei DPD ein bisschen reinhalten kann, vielleicht der Thomas auch Zeit hat. Ja, wenn du streams könnt, da gibt es sowieso nichts anderes. Also. Da muss ich mich dann gescheit anhalten. Sag mir, was ich wissen will, und es muss heute niemand mehr sterben. Was, er stirbt. Das dauert nicht. Du kannst nicht fliegen. Ich. Also eigentlich schon der Plan gewesen. Aber der eine Streamer aus Österreich, das war ja nicht. Ich muss an meiner Verteidigung arbeiten.
Und ich mag jetzt keinen Fehler kommen. Ich sehe, das ist halt dann klassische Ubisoft-Kletterei. Weil ich wieder der Überzeugung bin, wenn keiner überlebt, kann die auch keiner gesehen haben. Also klassische Stealth-Mission. Wird's vielleicht laden, okay, überhaupt nichts. Ich mit Rojan. Wer ist er? Hallo Ali. Alter, hieß er. Ja, das Bierchen müssen wir noch machen. Und eine Schatzkarte haben wir gefunden gehabt. Denkt man auch schon, was sie da tut. Ich bin froh, dass das Game im Irak spielt und nicht Israel. Eieiei. Ich weiß, was du meinst. So. Besuchen wir dann nochmal den Kollegen mit die Bierchen, hätte ich gesagt. Dann gehen wir sie ja gleich den Aussichtspunkt da holen. So auch viel. Ja. Irgendwo haben mich auch verkühlt. Alles wäre so ein komisches Pfeifen in der Lunge. Vielleicht kommt das jetzt einfach Nebenluft zieht. Irgendeine bin ich auch nicht mehr. So, was haben wir fest, oder? Was auch ist, dass halt wenn du irgendwo stößt oder so, die Leute massivst oder schon ein bisschen sozusagen aggressiver auf dein Verhalten reagieren oder so. Also. Ist gleich mal gesucht. Da sind lange wir da. Hat sich beim Fußball schon ein Spiel Samstag verkühlt. Was ich noch nicht gehabt habe, ist in dem Teil eine Sequenz außerhalb vom Animus. Also du bist seine sehr jungen Jahre, dann seine Ausbildung bei den Assassinen, weil die dauert nicht lang, das sind 2-3 Monate oder so. Aber ich war noch nie irgendwie außerhalb vom Animus, wie du es von den anderen Teilen gewöhnt bist, dass du sagst, du hast irgendwie einen Protagonisten in der Gegenwart oder so. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder ob es wirklich komplett da spielt. Hat der was ich aufpassen? Nein. Nichts zum Verwahren für mich, Kollege. Nicht wieder ein Sperrgebiet. Verschaffen wir uns einen Überblick. Was ist wieder Sperrgebiet? Ist wieder ein Arsch.
Was tust du denn? Ja, wie gesagt, das weiß ich eben nicht, aber was aber gelernt hat, weiß halt einfach ja alles Edon eigentlich gedacht für Valhalla. Pixel Universe! Danke fürs Abo! Nächster Mann. Ja, was, da haut das raus, das ist er dran. Ja, wenn es so weitergeht, kann ich aufhören zum Hackeln. Und lebe für die 3,50 Euro für den im Monat. Na, danke, danke. Ah, was man taugt, ist, du hast wieder klassisch deine Rüstungen, die du verbessern kannst, deine Waffen. Und schon mal auszahlt, ja, 80 Euro. Liegt auf dem PayPal-Konto. Über Dias Grab. Schaut's aus. Ja, und schaust du, ja? Und das wieder rein. Ja, haben wir gesagt einmal. Wenn's passt. Also das Geld ist für dich reserviert, du brauchst keine Angst haben. Aus der Weisheit, da bin ich richtig. Eine Menge Bücher. Glaub nicht, dass ich ein Bibliothekar bin. Ich bin Schriftsteller. Viele Bücher hier sind meine eigenen Werke. Ich sammle jedoch auch, das stimmt. Diese Stadt verbirgt noch andere seltene und alte Bände. Solltest du einen solchen finden, bringe ihn hierher. Es wird sich für dich lohnen. Ha! Sehr gut. Mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Solltest du mehr finden, bin ich hier. Schau dir an. Da steht doch eine Kiste, auf die ich aufpassen muss. Gut, dass ich da war. Herzliche Nachricht, Ali. Bitte überbringe meinen Befund schnell an den Harem. Die Rede ist sehr besorgt über den Zustand ihres Sohnes. Deine Krankheitszeichen deuten auf Masern hin, da er nicht über die Rückenschmerzen klagt, die sonst für die Pocken üblich zu sein scheinen. Gib seiner Mutter eine Abschrift meines Werkes über Pocken und Masern. Es erklärt mein Untersuchungsergebnis und schlägt eine Behandlung vor. Wünsche ihrem Sohn eine schnelle Genesung. Abu, Abra, bla bla bla. Bekannt, wird er gesteckt. Wir waren's. Oh.
spielen wir der Story weiter. Ein bisschen einen Progress machen auch. Nicht nur gut ausschauen. Basim, hast du dich gesammelt? Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Komm, Basim. All enthüllt, der Sklavenhalter. Das ist all gut. Gut, am Retten. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen, wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Khul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Nicht zu weit weg! Und du weiter, mein Gott. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge, die dich erwartet. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Ja, ist wie Mächten in die Schuft noch. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Ja, die Meisterin muss noch schaffen. Dort auf dem Balkon ist Mas'ud. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Es ist ja Science-Fiction-Spiel, ne? Du merkst es. Du bist deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Khul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Nire Al-Ghul, Al-Ghul, der sich als Mas'ud al-Yaqub herausgestellt hat, ist ein Mitglied des Ordens, das sich an Verzweifelten und Machtlosen bereichert und sie dazu zwingt, aus unbekannten Gründen in der Wüste zu graben. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er als bekannter Besitzer einer Seifenmühle in aller Stille Wanderarbeiter anwerben kann, die sich ihren Lebensunterhalt davon versprechen. Diese Geschäfte wickelt er in der Karawanserei ab. Suche nach Ablenkungsmöglichkeiten, um Al-Ghul
herauszulocken. Vier verschiedene geben. Schauen wir mal. Komm, die Bühne gehört dir. Ich werde zusehen. Was siehst du, Sadiki? Immer du. Adler ist einfach der Beste. Ja. Die Mechanik, die finde ich schon cool. Die haben sie echt super gemacht. Die Ablösung. Gibt's gar nichts. Nein, die Spielmechaniken sind schon gut. Verfluchtes Leben. Wieder recht durch Sneaky ausarbeiten und dann versenkt es im Chaos und ich bringe auch wieder alles an, was da ist. Ich glaube, schauen wir den Gang an. Geduld, Disziplin. Und wenn sich die Gelegenheit zeigt, ergreife genauso wollte ich das nicht machen. Wir sind beide gekommen. Und jetzt haben sie wieder Mechanik im Spiel, die taugt man schon. Ja. Wahnsinnigen. Weise mir den Weg. Luana. Und zwar. Weil cool muss ich mir jeden immer ein Batman, sondern ein Ra's al Ghul. Ja, schau, da gehen wir sogar zusammen einmal.
Oder ist wenn schwindelig geworden in der Mittagssonne. Die legen ihm ein bisschen in den Schaden rein, dass ihm noch was passiert. Es ist eigentlich ein Spiel, wo es nur um Wohltätigkeit geht, um nichts anderes. So schön. Jetzt der Oberschmähbär. El-Khul verdient ein schlimmeres Schicksal als den Stoß meiner Klinge. Meine Botschaft wird den Orden erreichen. Laut und deutlich. Uferstützen. Offenbarung. Jedes Mal, wenn ich dem großen Werk meinen Geist und meinen Körper hingebe, spüre ich es stärker. Was einst still in mir verborgen war, durchströmt mich nun und sehnt sich danach, sich seinen eigenen Weg freizubrechen. Ich bin nicht sicher, ob es in Einklang mit dem Rest von mir steht. Ich sehe, höre und fühle Aspekte eines Lebens, das nicht das meine ist. Und doch spüre ich eine starke Verbundenheit. Meine Neugier bleibt unbefriedigt. Ich muss mehr erfahren. Oder hat er da einen poetischen Aussage? Und mit mir jetzt wieder auf. Gegen zwei Leute kämpfen, das ist, geht mit dem ganzen Ding nicht wirklich gut. Ich will die Zehntel nicht anbringen. Das Kampfsystem habe ich noch nicht so ganz raus, das muss ich ehrlich zugeben. Also, es wirkt oft ein bisschen zu behäbig, was die Einkommen angingen. Nur so, weil ich halt als dieses Lies of P gewohnt bin. Dieses Rose-like ähnliche, was viel auf Parian so angeht. Das ist da ein bisschen anders, aber ja. Ist halt so. Danke Matthias, danke. Das kann da sein, weil ich jetzt bin, ne? Das stimmt. Aber ich schieb's einmal aufs Spiel. Wie locke ich den jetzt raus? Leihe mir deine Augen. Immer ist er nicht mehr die anderen Schuld. Das ist wirklich wahr. Es hat jetzt keiner gehört.
gerade an. Zu viel hat. Jetzt reagiert darauf. Ganz wichtig, immer zusammen. Und hier, zurück. Wie lockt ihr den Kollegen Mickey aus? Das würde mich interessieren. Merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Was siehst du, Inkido? Was kommt dir da zur Ablenkung nutzen? Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Er streitet sie. Als mich mundtot macht, Rahim, eine Gruppe Wachen traf gestern Nacht in der Karawanserei ein. Ganz verstohlen und laut aus, sie holten eine große, mit Dreck vergrößerte Truhe ab, luden sie auf einen Kahn und brachten sie fort. Ich weiß nicht, wohin, doch ich hörte sie von einem Hafen sprechen. Ich beobachtete sie aus der Ferne, aber ich fürchte, dass sie mich gesehen haben könnten. Sollte mir etwas zustoßen, dann weißt du, das war der Preis für meine Neugier. Da war sie auf drauf. Das ist sehr gut. Hey du! Hey! Hey, was? Weitermachen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich den O-Link.
Was ist passiert? Du da! Komm mal schnell her! Hol uns hier! Uns wurde regelmäßige und lohnende Arbeit versprochen. Stattdessen müssen wir in der Wüste schuften. Wir wurden betrogen. Bitte, du musst uns helfen. Hilfe ich. Legas. Sag mir, was ich tun kann. Der Mann, der uns brachte, hat eine Besitzurkunde, die uns an Mesut bindet. Falls er noch nicht bezahlt wurde, sollte er noch hier sein. Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie, bekommt Al-Rul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Was fängt man da? Muss ich das mal an? Das taugt man schon im Spiel, das sind einfach wirklich linear, Einrenner, Umbringer. Einfach weitermachen. Was ist passiert, Schatz? Passen wir auf drauf. Sei gegrüßt. Mit welcher Art Waren bist du unterwegs? Weißes Gold und Honig. Und du? Willst du handeln? Vielleicht später. Fürs Erste sehe ich mich nur um. Bei Allah! Warum gibt es keinen Frieden in dieser Stadt? Alter. Die sind mit dem Mieter schon, wenn es ihm so schlecht geht. Ja? Friede sei mit dir. Friede sei auch mit dir. Kann ich dir etwas Obst oder Gemüse schmackhaft machen? Meine Granatäpfel sind reif und saftig. Damit willst du hier handeln. Wieso ist es, dass ich das ohne den Punkten habe? Tut mir leid. Alles. Nicht im. Das war im anderen Screen, aber ich wusste jetzt, ob es da immer da. Ob man den Jumpscare aus der Sift tun will. So, jetzt haben wir. Wo ist jetzt der Sklaventreiber? Ich weiß es nicht. Gibt. Paule heißt der Sklaventreiber. Mit dir? Ich grüße dich, Reisender. Die Karawanserei ist heute reich an Waren. Hast du etwas Gutes anzubieten? Ich nehme nur Dirahim. Und was ich verkaufe, ist keine Ware, Junge. Obwohl das wohl darauf ankommt, wen man fragt. Anzeige ist raus, Gege. Ich verstehe nicht ganz. Ich verkaufe Männer, hat der Anzeige geschickt. Aber die sind alle schon verkauft. Könnte ich dich umstimmen? Ich habe Geld und könnte derlei Männer gebrauchen. 15.000. 15.000, da hier mal, da hier 503. Das ist doch absurd. Wer kann diesen Preis bezahlen? Diese Frage solltest du besser für dich behalten. Und jetzt geh weiter.
Wenn ich diese Arbeiter befreien will, muss ich die Urkunde stehlen. Dann befreie ich sie mal. Wo ist sie? Was? Die Besitzurkunde? Habe ich sie verloren? Oh, geht das jetzt gar nicht? Das wichtigste Gimmick im Spiel geht nicht durch, Geri. Aufpassen. Essensmackerl kriegst du einfach durchs Zuschauen. Die rennen unten beim Chat. Hast du beide Symbol von Essensmackerl. Und ab und zu ist eine Truhe, da kannst du aufmachen, da kriegst du noch ein paar extra und den Rest kriegst du einfach über Zeit zum Zuschauen. Ich habe eurem Händler die Urkunde abgenommen. Ihr seid nicht länger gebunden. Geht. Die Arbeiter sind außer sich. Also erstens eben das Film rennen lassen. Ich muss bereit sein. Das wird El-Khul nicht verborgen bleiben. Und durch die Abo kannst du den Streamer werbefrei schauen und hast den Zugang zu den neuen Emotes, die ich mir letztens gekauft habe. Bleibt ruhig. Ist natürlich was. Der Schmankerl, da lassen wir gerne mal ein bisschen Götter. So was muss ich jetzt machen, jemanden bringen. Das ist die Gelegenheit. Was geht da draußen vor sich? Wo ist der Vorarbeiter? Requiesta in pace. Heil! Danke fürs GG. Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Konzentration. Wenn du dich in einem Kampf verbindest, kannst du mit der 3 die Attentäter-Konzentration auslösen, um einen perfekten Attentatsequenz auszuführen. Während die Attentäter-Konzentration aktiv ist, kannst du mit 1 wählen, welchen Gegner du angreifen willst und deine Wahl mit X bestätigen. Basim führt die Attentatsequenz dann automatisch aus. Mit Attentaten aus dem Hinterhalt füllst du deine Konzentrationsbalken wieder auf, um Fähigkeiten neu benutzen zu können. Ist kraft. Nihal. Basim. Ja.
Komm zu Sinnen. Die hartnäckige Suche El-Ghuls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges, nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Ghuls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war? Das Blut eines Ghuls. Keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause. Nach El-Anbar. Die Fertigkeitspunkte, die brauchen wir eh. Attentat. Töte nach dem Attentat einen zweiten Neugegner. Ja, das nehmen wir. Ist schon gekauft. Wie ist denn gesagt, ich will jetzt mal stark in den Schattentree da einarbeiten, weil der schaut mal cool aus. Und dann schauen wir, was überbleibt. Feder wahrscheinlich. Ist. Eine Feder, in die das Blut einer Zielperson der Verborgenen getaucht wurde. Suche nach Nihal. Würde ich gestern nicht zuschauen, Nihal ist so quasi. Da war seine beste Freundin in dieser Ost-Assassinen-Ära. Edan, wie er, mit ihr in den Winterpalast einbrochen ist, im Kampf den Kalifen umgebracht hat und somit sind sie mit Streitern auseinandergegangen. Zum Schutz vor Fliegen und anderem Getier bedeckt zu halten sind. Ihr wisst, wen ich meine. Überlasst eure Waren nicht Schimmel und Erwesung. Ich habe dir nichts getan. Da kommen Reiter ein bisschen schneller.
Allah! Geschichte aus Bagdad, aber die habe ich schon gemacht, das war das im Kloster. Und jetzt schauen wir sie dann auch noch. Ach, wo ist denn? Gut, wenn wir da hin müssen, nehmen wir den Umweg über den Aussichtspunkt zurück. Yalla, yalla! Ja, wie wir wissen, Aussichtspunkte sind Schnellreisepunkte. Hühnen von Turigaluzu. Turigaluzu. Ort entdeckt. Wo stecken die diesen? Kurigal zum Rande Bagdads steht etwas, das auf den ersten Blick wie ein verwirrter Hügel aussieht. In der Betrachtung stellt sich wieder heraus, dass es sich um eine 60 Meter Konstruktion aus Backstein handelt. Gemäß einer Inschrift, die auf diesen Steinen gefunden wurde, wurde sie im 14. Jahrhundert vor unserer Zeit, ja, im Auftrag von König Kurigal zu dem II. Dorthin gebracht. Ist das letzte noch stehende Gebäude der früheren Hauptstadt des Assisten-Imperiums. Jetzt habe ich über einen Berg geschaut. Nur kurz all die Festung, ja, ist viel zum Lesen. Eine historische Stätte entdeckt. Sonst bringt uns das nichts, oder? Ah, da ist der Aussichtspunkt da unten. War doch jetzt irgendwas, oder? Und die so. Also gibt es irgendwo einen geheimen Eingang. Da muss eine Game sein, aber da gibt es einen Eingang. Da nicht aufgekrallen. Ah. Aber wirklich nicht aufgekrallen. Wie ernst, oder? Entdeckt. Was ist das Schönste, wenn man was entdeckt hat? Ah.
Oder geht's denn? Was? Ah, warum soll ich ihn umbringen? Wer reden muss? Ich nicht. Fünf Tiere haben. Ich gern diese explodierende Drum treffen. Ich werde dich zertreten. Ruhe nun in Frieden. Sammler, Trophäe erhalten. Rahm, Elixier und Wurfmesser. Ganz hoch jetzt, sehr schön. Dass ich da mal so danke, danke schön, langsam wird's. Wie langsam wird's, man kommt rein. Genauso wollte ich das machen, genauso, dass ich mich selber anzahlt für das größte. Du hast gar keins. Ich schreibe peinlich. Hier haben wir. Schaut wertvoll aus. Hallo, schöne Grüße nach Deutschland. Noah EM. Wie geht's da? Alles gut, ein Bauch da unten? Ja, unten oben schräg. Uns geht's gut. Passt alles, danke, dann auch. Bitten drin. Assassin's Creed Mirage. Ja, sorry. Das ist die Bergziege, oder was? Ich rieche deine Angst. Wir haben ein Geschenk für dich, Feigling. Es wirkt jetzt nicht so, wie wenn ich da wirklich stehen sollte. Ich kann den Modus nicht aktivieren. Aber jetzt.
andere? Hab schon ein paar Mal zugesehen und mir gefällt es. Mir gefällt es auch sehr gut. Also, ich war ja nicht so der Fan der letzten drei. Also der Origins, Odyssey und Valhalla. Beide, obwohl ich so nicht gespielt habe. Aber der macht wieder richtig Spaß. Der fühlt sich wieder so ein bisschen oldschool-mäßig an. Wieder mehr nach einem Assassin's Creed. Man kann nicht einfach so blind reinhupfen wie überall. Sondern ein bisschen überlegen, strategisch das machen. Es hat wieder mehr diesen Verstohlenheitscharme. Nein, mir gefällt das bis jetzt sehr, sehr gut. Ich habe jetzt ungefähr 6-7 Stunden drinnen. Ganz. Ein bisschen einsammeln da, das schockt nicht. Ich will in der Pension auch ein bisschen Geld haben. Leicht ist, wie das haben. Rechts noch, gleich wieder. Impfer-Trophäe erhalten, so das ist. Mache das Horn des Hornträgers mit einem Wurfmesser kaputt. Na, schau dir ja. Na, gibt's Trophäe. Jetzt kann er gleich. Pass brav auf die Sachen auf. Ich pass immer auf die Sachen auf. Ich bin ja ein wohltätiger Mensch und schaue natürlich drauf, dass da keiner um sein rechtmäßig erworbenes Hab und Gut fällt. Das ist gar nicht so leicht. Wie kann man das eigentlich alles zum Verwahren kriegt, sagen wir mal so. Einen Dolch. Eine vergifteten Gegner im Nahkampf zu töten schafft eine Giftwolke, die Gegner in der Nähe schadet. Das ist super. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen an alle, die heute dabei sind. Und die regen Chat-Teilnahme. Bin ich gar nicht gewöhnt. Macht aber Spaß. Danke, danke. So, ich bin echt da. Schlafen noch. Die Auszeit hat ja gar nicht Abstiche. Oh, wir sind immer noch. Ja, danke. Danke für den Lurk. Aber wenn du dann Rufzeichen Lurk ergibst, dann kann es sogar sein, dass was passiert. Du wirst offiziell den Lurk verabschiedet. Danke, danke, Gagbert. Gagbert Meierbuhr. Ja, in der Vorrang, das kenne ich. Hier war drei davon. Schau! Wenigstens der Command funktioniert. Sag ihm, Herr Kamel, Bert. Jalla! Auch der Matthias hat sich in den Lurk. Sehr schön. Los, da ziehst du. Wir reden hin, oder? Ah, dem stühlen jetzt gut. Du ehrenlos bin ich nicht. Du ehrenlos bin ich nicht, dass ich einen mache. Lurk essen, ein bester Lurk. Ja. Muss ich mir einen Unlurk-Command machen, glaube ich. War noch lustig. Aussichtspunkt. Und das war das Gebiet, wo wir
die Reise gestartet haben. Das war der Winterpalast. Das waren die armen Viertel, von denen wir her sind. Genau. Dass wir aber dem, hey, hast recht gehabt. Ich muss recht gut, wenn wir aufpassen können. Ich will den oder? Ich will mich gleich. Al-Ambar. So, den Schnellreisepunkt noch nicht gehabt. So weißt du ja. Also im Tutorial spielen. Dass ich den dann freigeschaltet. Ist dann habe ich gewusst. Ein Vogel auch auf Fährten. Ich habe Fertigkeiten unter dem Jägerrang, wo ich die Talente vom Adler verbessern kann. Also ja, ich kann den Vogel auf Fährten. Was soll ich mal machen? Hup, eine, hallo. Was haben wir gekriegt? Bauteile und Leder. Wieder ein bisschen ein Tier haben. Ich sage immer, ein bisschen besser Tier haben als Tier hätten. Ja, besser wird es halt in dem Stream. Sag ich, warte. Nein, nicht ob ich hupfe, komm. Jetzt einmal rundum schauen. Wiesel ist noch am Start, das ist. Ja, die guten Jokes. Das mache ich, was du willst. Das ist der Qualitätscontent, den ich liefere. Genau gesehen. Ich habe die Bars nur auf die Sachen, die kenne ich nicht mehr. Dessen bin ich mir bewusst. Und du schaust mal vertrauenswürdig aus. Hallo. Schön, dich zu sehen. Immer nur Quality Tender, gibt nichts anderes. Pantomime. Ein Vogel. Der daherkommt. Nein, ein kleiner Vogel. Ich weiß nicht, was du willst. Nächsten Begriff. Unten durch. Ah? Oder dort? Ja, klasse. Ich konnte stundenlang spielen. Bitte, sei mein Gast. Händlerverkleidung aus dem Fernen Osten. Immer verkaufen wollen wir. Bitte weg. Kaufen. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Alles Money, Conny. Schauen wir mal suchen.
Ist dir nach einer Verbesserung deiner Ausrüstung? Das rechte Handwerkszeug. Sonst nichts? Ich glaube, dieser Vorsicht, die darf ich mir mal anschauen. Ich muss gehen. Bis demnächst. Ja, die wird ganz kuscher. Bürger, angesichts neuer Anschuldigungen der Bestechlichkeit. Was er den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich weiß. Basim? Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Weasley, danke fürs Zuschauen, danke fürs Prime-Abo. Viel Spaß noch. Ciao, servus. Gehen wir weiter spielen. Im Haus der Bruderschaft. Ja, spielen wir ein bisschen an der Story weiter, das schaut sich an. Was haben wir da? Konzeptgrafik des Tages. Progress haben in der ganzen Partie. Gepriesen sei Allah.
Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Hul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El-Abbasiyah und El-Kach. Ich breche bald nach Asharkia auf. Und ich schließe mich Rifka in El-Karch an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Gibt's da hier Gimmicks? Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Blastpfeile, ein lautloses Geschoss, das Ziel zum Einschlafen bringt, kann angepasst werden, um zu vergiften oder Ziele in Rage zu bringen. Die Rauchbombe, eine alchemistische Fiole, die eine dichte Rauchwolke freisetzt, welche die Sicht versperrt. Der Rauch kann für Angriff und Verteidigung angepasst werden. Eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft, kann tödlich gemacht werden. Der Lerma, ein kleiner Sprengsatz, der Wachen von Basim fortlockt, an seiner Waffe gemacht. Ich bin jetzt einmal. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jafar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Willkommen, willkommen! Habt ihr neue Werkzeuge für mich? Sei mein Gast. Hast du die Kanne erst weiter freischalten, Mann, in das Tor? Ja, alles klar? Sonst noch was? Was verbessern? Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Das ist mein Angebot. In drei Schritten mal frei. Körperzersetzung löst Leichen. Udos auf. Erhöht die Anzahl der Nutzung ist jetzt um 2. Effektor verlängern. Gehen wir jetzt Zaunraum. War's das? Ja. Ich danke für eure Hilfe. Leb wohl. Ja. Kopf der Schlange, Oberhaupt des Ordens. Der Kopf des Ordens. Ein Hinweis bestätigt, dass es in Bagdad einen Kopf des Ordens oder Ältesten gibt. Setze deine Nachforschungen fort und enttarne die Ordensmitglieder, die in den Bezirken Bagdads arbeiten. Um mehr Hinweise zur Identität des Oberhaupts des Ordens zu erhalten. Aktuell gibt es ein Oberhaupt des Ordens. Ich bin Lehrling. Belade von Basim. Mit der Kapuze tief im Gesicht erkennt der Feind sein Antlitz nicht. Durch die Stadt auf verschlungenem Pfade führt Basim und zeigt keine Gnade. Den Übeltätern in ihren Mauern und all den Sündern, die dort lauern. Er hilft den Ehrbaren und Schwachen, den Krisen ins Gesicht zu lachen. Denn er ist ein großer Held, dem es nicht schwerfällt, auch bei ärgsten Widrigkeiten das Scheusal in sein Grab zu geleiten. Ich bemerkte seine Tapferkeit, als er mir in schwerster Zeit einen Weg zur Rettung fand und auch meinem Liebsten beistand. Dafür gebührt höchster Dank ihm, dem Mann mit Namen Basim. Ich Captain Greifvogel. Oder baue für immer Fertigkeitspunkt. Oder der kann, ja, du kannst ihn in Greifvogel werden bessern.
Lippen lesen. Ein fantastischer Kauf, Bruder Fulat. Beim Durchstöbern der Büchermärkte fand ich eine Abschrift der Sammlung der Verse der Araber. Die beinhaltet sogar das Gedicht, das es Kab in Zuhar, dem Propheten, höchstpersönlich vortrug. Dieser war so bewegt davon, dass er Kab seinen Mantel umlegte. Keinem Dichter wurde je solch eine Ehre zuteil. Du musst zu mir kommen, damit ich dir und deinem Freund die Verse vortragen kann. Dein Bruder im Schatten, Tabib. Bitte, bitte, Matthias. Kann's nicht mehr. Wer bist du? Gib dir einen Spitzel, Tabib. Friede sei mit dir, ich mache es kurz, Bruder. Ich brauche mehr Spitzel in Al-Karak. Ich gehe davon aus, dass sich die Lage hier weiter verschlechtern wird und du brauchst Unterstützung. Wir sollten uns außerdem bald treffen, um uns über unsere beiden Bezirke auf den neuesten Stand zu bringen. Lass mich wissen, wann das möglich ist. Schwere. Talisman, ich bin Talisman. Dieser Talisman wird jenem verliehen, welcher den Rang des Lehrlings unter den Verborgenen aller Mutz erlangt. Nachforschung. Weiter. Bruderschaftshaus, suche Rivka im Bruderschaftshaus. Einer unserer Stücke. Lange zum Bruderschaftshaus. Dann machen wir das als nächstes, hätte ich gesagt.